Hi, sei Mimi. Assalamu alaikum, meine Lieben. Guck, wie sie macht. Sie will die Mimi. Ja, wir sind. Ich rufe die ganze Zeit lecker, lecker. Vielleicht klappt's. Weißt du, ich tue den Käfig mal hier vorne hinstellen. Dann könnt ihr rufen. So. Oder wäre man nach hinten, so, dass er reinfliegt. Dass wir halt warten dann und dann machen wir schnell die Tür zu. Gell? Tali, Habibti, Tali. So. Wir sind ja auch wirklich so blöd. Wir sind so blöd. Ist meine Schuld, ich erzähle die Geschichte, weil ich bin immer unterbrochen worden, wie das passiert ist. Also, ich bringe das Holz rein und sage noch, du, das ist zu gefährlich, die können rausfliegen. Jetzt können erstmal, fangen wir erstmal alle Vögel und dann bringe ich das Holz rein. Und dann sage ich noch, am besten alle Kinder raus. Und Jonas hat einfach die Tür aufgemacht und ist raus. Und in dem Moment fliegt der, als ich das Holz da, als ich versucht habe, im Kopftuch zu fangen, ne, weil muss ja die schnell reinbringen, ist der raus. Ja, meine Schuld, ich hätte erst die Kinder raus und dann anfangen zu fangen. Wir haben beides zusammen gemacht, das war nichts. Wir könnten nach oben gehen und gucken, wo er ist. Das Problem ist, es bringt nichts. The best is also to go out from the hush that he come. Just du! Feno. Nein, das ist ein Vögelchen. La, die Asafir Habibti. Mich hau die. Eieiei. Da sitzt ja was Grünes hier. Wo denn? Ich höre nämlich da hinten auch. Siehst du was? Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur. Lecker, lecker! Komm, lecker, lecker! Kromp, Kromp, mach sie. Die denkt nur ans Essen. Krautwickel, sagt sie. Ja, komm. Lecker, lecker. Oh, die Sonne geht unter, Leute. Das ist spannend, ich sag's euch. Brauch nichts mehr. Ich bin wie beim Zahnarzt. Nass geschwitzt, hier. Fix und fertig. Ja. So sieht's aus. Hör mal auf. Selber schuld. Und der hat bestimmt wieder nicht angerufen, wie ich gesagt habe. Und? And you call this man? Not. Man, you must give him money before you call him. The calling is promising. This door, you say 500 pound. He must have 500 pound before. Ah, every second. Mesh. Ja, jetzt geht die Sonne unter und der ist immer noch nicht gekommen. Mann, ey. Naja, Leute, sag's wie es ist, ich bin nicht so traurig, weil die wollte ich ja eh verkaufen, aber trotzdem, jetzt hat sich die Situation allein erledigt. Trotzdem ist es nicht schön, was macht er denn hier draußen alleine? Hier wird er keinen Partner finden. Hier fliegen die nicht frei wie in Deutschland. Na, vielleicht haben wir Glück und irgendwann kommt er zurück. Aber nachts muss ich halt hier zumachen. Ist ja klar. Die Voliere. Ah, ich habe gerade meine Tablette genommen. Ah! Ist ja das? Nee. Das ist doch die Eule wieder. So groß ist er nicht. Ein Rab oder so. Ja, jetzt ist halt dunkel und alle gehen nach Hause. Upsala, was tut denn der da auf dem Ding? Macht Werbung.
Guck mal da hinten, was ist das? Ein Rabe. Ein Rabe, okay. Ich hab. Hirsch? Hast du gehört? Er ist im Aussaat, das hört man. Lecker, lecker! Ruf doch mal. Also, ich gepfiffen habe, ist er gekommen. Komm, komm! Der hört unsere Stimmen und ich sag doch immer lecker, lecker, wenn ich Essen gebe. Ich muss mich hinsetzen, deine Füße zittern von dem Antibiotika. Die Knie. Ach, nee, Leute. Irgendwo da hinten schruft er. Die fliegen halt jetzt alle nach Hause, die Vögel. Zu ihren Bäumen oder keine Ahnung wohin. Zu ihren Nestern. Das bringt, das kann er ja sein. Wir können da nicht hinrennen, der muss selber nach Hause finden. Hier kommt er sicher. Gute Idee, Mäuschen. Genau. Als ob er da reingeht. Guck mal, wie das aussieht. Tu das mal hoch. Mach mal da Körner. Gib mir, ich gehe runter, mach Körner rein und häng's rein. Aber das wird. Das ist ganz schwindlig, du. Das ist die erste Vogelsuche, die spannend. Die ist gar nicht. Nee, ich muss mich hinsetzen. So, einmal kurz Licht machen. Ach, ich habe kein Licht mehr, sorry. Hier ist der Käfig offen, da unten. Hier ist Licht an, dass er uns sieht. Hier unten habe ich auch ein Licht gemacht. Und der Kiwi ist jetzt raus von dem kleinen Boy, damit der vielleicht ruft, vielleicht. Und wir rufen hier halt immer noch lecker, lecker, Koko Kiki, Mahmoud, Younes. Abdussalam. 1500. 1500 Pfund, zweckgeflogen. Oh. Wir haben es, ja, we have it, Mahmoud. You hear it? Ja. Yeah. Jetzt. Yeah. Nee. Der muss da rufen, deswegen haben wir einen Kiwi raus, dass der allein ist. Vielleicht ruft er den anderen, den Boy. Und jetzt hat auch noch ein Kind ein Fahrrad, wie so ein Schreigeräusch von den Papageien, wenn sie sich streiten. Ich dachte die ganze Zeit, der Kiwi streitet sich. Jetzt hat der so ein richtiges Schreigeräusch. So, yeah! Ja, ich dachte, er ist der. Ja. Und ich habe gesagt, ja, da ist der. Ah. Und wie eine Blöde da. You heard it? Das ist jetzt, wer ist das? Das ist jetzt der Boy. Habibi, was machst du denn da? An alle Hater, die sagen, die schlechte Dinge behauptet haben, da könnt ihr mal sehen. Das Gegenteil ist der Fall. Ach übrigens, heute kommt eine schwarze Decke. Ich habe eine Decke gewaschen. Ich habe nur hier eine weiße und da eine schwarze. Und da haben wir nichts. Da mache ich ein weißes Handtuch hin. Na? Blacky. Bitte? Blacky oder Lecky? Was ist denn das? Blackie. Können Sie doch eine Momo, eine Momo, Pippi. Junis ist verschlafen. Und eine Mimi. Leute, ich verstehe das, ne? Dieser Papagei oder Nymphen sie dich, ne? Ist ja eine Unterart. Hat nie schlechte Erfahrungen gemacht, aber die hat doch keine Angst. Von niemandem hat die Angst. Und die beißt auch nicht. Mir kommt es auch vor, sie kann gar nicht beißen. Die hat keine Beißkraft. Also die kriegt doch keine, schon Sonnenblumenkerne kriegt sie auf, aber jetzt groß da beißen kann sie nicht. Du kannst sie ärgern, wie du willst. Die knabbert an deinem Finger. Aber beißen tut sie nicht. Aber das vielleicht ist die Kitzeln. Vielleicht ist die behindert, gell? Wir sagen immer zu behindert. Younes hat dann ein neues Wort und sagt behandelt. Wenn wir irgendwie sehen, dass jemand
geistig behindert ist oder zurückgeblieben, sagt der Jonas immer, gell Mama, der ist behandelt. Ja, ich glaube, die Mimi ist auch behandelt ein bisschen. Na, irgendwie ist es ja nicht normal. Vögel sind Fluchttiere und die flüchtet nicht. Die hat von niemandem Angst. Das ist echt so ein Therapievogel, kannst du sagen. Die ist ein Lieber. Ganz, ganz lieb. Und du auch. Der therapiert dich. Wir sind ja nicht alle behandelt, Jonas. Ich finde das so süß, das Wort behandelt. Er hat es verwechselt mit behindert. Dann fragt er mich immer, Mama, wer ist denn hier noch behandelt im Dorf? Weil wir haben einige, wo ich immer sage, er ist behandelt, weil er halt viele Sachen komisch macht. Ja, da lachen wir immer. Also nichts Schlimmes, nichts Bösartiges oder ne, dass wieder mir das Wort im Mund umgedreht wird. Komm mal her, Mimi. Du Mausi, du bist so goldig. Nimm sie wieder. Ja, der Boy ist noch nicht zurückgekehrt. Mausi wartet im Stall mit ihrem Telefon, guckt sie Kinderfilme mit dem Geschaff und... Mit einer Fisi? Ich weiß es nicht, ich guck mal. Ich hab grad ein Handtuch auf dem Kopf. Ich tu sie rein? Ja, geh du raus. Danke dir. Hallo, Hilf. So, nicht schlecht, Herr Specht. Mit schwarzen Decken drauf, sieht besser aus. Stimmt, so könnte man es auch lassen. Allerdings sind das alte Decken, das ist jetzt nochmal ein Versuch. Das ist ein Tischtuch, das ist eine Decke und das ist eine weiße Decke. Ja, we can think for the future, we bring black. But the nail like this for up. Anyway, it's not the right way. Heiß, it's full hot here. Just outside it's nice cold. Ich gehe jetzt auch raus. Well, it's fresh. I was now, I bring the clothes, it was fresh. So, jetzt gehen wir ein bisschen. Nee, noch nicht. Yeah. I must do something and then I go. Guten Morgen, meine Lieben, 5.30 Uhr. Ich höre Geräusche, aber ich sehe wieder nichts. Ja, guten Morgen nochmal. Also wir haben ihn nicht, ist noch nicht gekommen, aber ich bin zuversichtlich. Ich lasse es jetzt hier offen, weil die rufen ja immer. Und Kiwi und der Kleine vertragen sich komischerweise gut. Naja, entweder sind es zwei Jungs oder ein Mädle und ein Junge irgendwie. Da oben sitzt was, aber ich sehe wieder nichts. Die Mausi schläft noch. Mahmoud ist, heute muss er, ist auch wieder komisch, aber gut, so ist es hier. Vor Gericht und braucht zwei Zeugen, die bestätigen, dass unser Opa nur eine Frau hatte und diese Söhne hat, mehr nicht, wegen dem Testament. Das ist der Grundbesitz praktisch auf die Söhne dann übergeht. Ja, und da ist er jetzt heute vor Gericht, um das zu machen. Hat er schön gemacht, der Mahmoud, aber noch nicht fertig. Jetzt muss man schneiden und auf der anderen Seite. Dann ist ja das passiert mit dem, die Hühner lasse ich jetzt erstmal nicht mehr raus. Erstmal warten auf den Papagei, weil sonst gehen mir die Hühner da rein. Und ich bin sicher, der kommt wieder, weil die Papageien, die schreien so laut. Und der ist nicht abgehauen, der wird irgendwo da oben rumlungern. Ich gucke ja schon die ganze Zeit, aber ich finde ihn nicht. Ah, ich trinke jetzt mal meinen Kaffee. Ich habe heute angefangen, Kaffee ohne Zucker. Bisschen was muss man ja machen. So, heute Nacht war es 26 Grad in der Küche. Das ist ja richtig frisch gewesen. Und Mahmoud ist raus aus dem Schlafzimmer, dem war es zu kalt. Der ist... Da wächst schon was, ist das Unkraut. Guck mal, da kommt was. Da hat sich was gebildet. Aber nur eins. Hier die Samen. Was war das nochmal? Ich glaube, das ist Persim. Was gab das? Ich habe einfach die... Guck, überall. Ah ja, das wird Persim sein.
Da auch. Hä? Petersilie, ist das noch der alte? Also, irgendwas kommt, Überraschung. Ist doch auch schön. Hier muss man nochmal nass machen, dass die Samen besser keimen. Oder kommt schon was? Nee, hier muss nochmal. Dieses Loch hier, das ist immer brutal, da passiert nichts. Jetzt gucken wir nochmal hier oben. Hinten schwätzt die Schwägerin. Ich rufe immer lecker, lecker. Heute Morgen alles still und die Deutsche ruft lecker, lecker. Ja, da ein Knall im Kopf, das zweite Mal der Vogel weg, gell? Die Schwalben fliegen da rum. Ja, die wissen gar nicht, was lecker, lecker heißt, gell? Lecker, lecker. Lecker, lecker. Auch wenn er da hinten sitzt, dann hört er. Ah ja, die Vögel, die Papageien wissen, die denken, jetzt gibt's Futter. Aber ich gebe denen jetzt länger kein Futter, damit die ein bisschen Rabatz machen, dass der andere Vogel ist natürlich jetzt blöd hungern lassend. Ja, die Vögel lassen wir nicht hungern, aber so ein, zwei Stunden lasse ich noch, dass der vielleicht noch nicht so weit wegfliegt. Ich bin mir sicher, dass der überlebt, weil der hat ja einen kräftigen Schnabel. Wenn ein Rabe kommt, der beißt den mal kurz und zack, halas, lässt er los, glaube ich zumindest. Ja. Und Mahmoud hat den Typen angerufen, der wollte heute kommen, ist natürlich nicht gekommen, um die Maße zu nehmen. Um 7 Uhr hat er gesagt. Da ist niemand reingekommen. Hat niemand gefressen, die Körner sind, wie sie waren. Lecker, lecker. Hockt er irgendwo. Vogelsuche Nummer 1. Kinder schlafen noch und ich schrei. Alas, ich geh jetzt rein. Da muss man Geduld haben. Der wird schon kommen. Ja, meine Lieben, wir finden den Papagei nicht. Und nebenbei, das habe ich euch auch noch nicht erzählt, gell? Erstmal heute Morgen Kaffee ohne Zucker, aber gestern Nacht haue ich mir Schokolade rein. Mein Mann hat mir eine ganze Tüte mitgebracht. Und dann beiße ich drauf und mein Zahn, der links einen Abszess hat, dann nehme ich ja jetzt Antibiotika, hat Krack gemacht und ist in zwei Hälften. Jetzt kann ich auf der linken Seite auch nicht essen und die rechte auch nicht. Das heißt, ich muss essen wie ein Has mit den Vorderzähnen. Und da wackelt's. Ich habe alles schon gefüttert. Komm, wir gehen jetzt auf die Suche. Ja, gleich. Ja, stehe ich da. Kann ich nur Thunfisch mit weichem Brot essen. Das Innere vom Brot heißt hier Lippi. Ja, um zu tunken. Stimmt, wir müssen doch tanken. Ernten. Guck, das ist schon wieder gewachsen. Seht ihr das, wie schnell? Könnt ihr mal gucken im Video gestern. Heute müssen wir ernten, Mausi, sonst werden die zu groß, dann schmecken sie nicht. Hey, dann kann ich das machen, genau, dann kann ich mir doch Bamia. Ich brauche nur Suppe. Dann hole ich Suppe von der Selwa, die macht heute Tabir. Hat sie doch gesagt, oder? Mhm. Guck mal oben, guck mal da oben, du hast bessere Augen. Siehst du denn da sitzen irgendwo? Lecker, lecker, yummy, yummy. Kiki, Koko. Keine Ahnung. Der hat so einen leisen Flug, da kann man ihn nicht hören. Normal hat er doch gestern uns geantwortet und jetzt antwortet er gar nicht mehr. Ich habe gehört, dass seine Geräusche immer tiefer geworden sind, als ob er nach Schalldach fliegt. Oh, nee, hör auf. Ja gut, die Leute, es wird sich rumsprechen, wenn jemand einen Papagei fängt oder ins Haus fliegt. Die Agne Bea hat doch Papageien. Und dann müssen wir mal im Olix gucken, ob das angeboten wird zum Verkauf. Ja, so ist's. Sehen wir das. Jetzt will die Maus da aufs Dach gehen. Guck mal, das ist unser Dach und die schönen Palmen. Haja, haja, haja. So einen Blick habe ich nicht so oft, gell? Und tagsüber der blaue Himmel ist schon schön. So, jetzt sind wir am Bersim. Waren wir wieder im Klamottenladen. Hab wieder ein Kleid gesehen für 280 Pfund. Aber voll schön. Hm, ich überleg. Vielleicht soll ich... es ist eine Vogelscheuche. Ja. Hilfe. Hat eine Katze wieder gewütet oder so. Baba hat eine Vogelscheuche gemacht. Oder nee, das glaube ich nicht, der Baba. Hier unser... Ach, was war das? Eine Katze? Ja. Oder ein Fuchs? Naja, Katzenfuchs. Leute, wir gucken hier, weil die Mausi hat gesagt, vielleicht liegt er verletzt hier irgendwo. Kriegt ihr auch Angst.
Ha, guck mal da, da ist was gespannt. Lecker, lecker. Futter findet er halt hier viel, weißt. Ah, nee, das waren die Nachbarn. Guck mal, das ist so eine, ein Seil hier rüber. Weil die sehen und das hält die Dinger ab. Das Seil ist fast unsichtbar. Man kann es fast nicht sehen. Hier das ist Persim? Nein. Doch. Sieht komisch aus. Komm, wir laufen mal nach vorne. Ich weiß auch nicht. Komm. Mausi ist immer so süß. Ganz leise. Komm, komm. Das hört doch keiner, Mausi. Muss richtig schreien. Komm, komm. Lecker, lecker. Koko. Diese Wörter kennt er. Oder Younes. Ja, irgendwie unsere Stimme. Dann hat... Das ist kein... Das ist jetzt Persim. Ach, stopp, warte. Der hat hier andere Sachen auch gemacht. Der hat gesagt, der hat eine Seite, der hat hier Salat gepflanzt und Kräuterfickel. Ja, werden wir uns überraschen. Guck mal, die fressen. Verscheucht die Tauben, die fressen unsere Samen. Die wilden Tauben. Das heißt nicht wild. Die gehören jemandem, wir füttern die noch durch. Schau, hier wächst alles super, ey, wie das aussieht. Ja, das ist hergeschwemmt worden vom Wasser. Schön. Ah, hier wächst, hier hat er was anderes, siehst du? Hier kommen andere Sachen. Herzchen. Lecker, lecker. Ach, das ist was. Siehst du da noch Samen, oder? Was machen die hier? Ja, das ist das Grünzeug. Also, wir können nichts machen. Entweder wird er gefunden oder er kommt zurück oder er stirbt. Keine Ahnung, irgend sowas. Guck mal, hier gibt es auf jeden Fall Wasser. Der hat das ganze Feld hier mit Futter. Also da brauchst du keine Sorgen machen. Ja, so sieht's aus. Duf. Der antwortet aber auch nicht mehr. Gestern hat er noch geantwortet. Der ist wahrscheinlich in die falsche Richtung geflogen, Mäuschen. Ich habe gehört, wie er so, wenn es wurde immer leiser. Was ist denn da für ein Kopf? Ach so, die Frau glotzt schon wieder. Mensch, komm, geh. Ich dachte gerade, das sieht aus wie so ein, die hat ein pink, orangenes Kopftuch an, es sah aus wie so ein Kürbis da oben. Ist das Dekoration? Ja, nein. Ein Geist. Nee, jetzt steht sie da auf dem Dach. Okay, Leute, wir finden nichts. Hier hat jemand hier was rausgeguckt, von hier. So, was ist das? Dora. Vielleicht ist Dora da gekommen und das soll nicht wachsen, weil, guck mal, der... Damit das keinen Schatten gibt. Warte, die will ich aufsammeln und entdecken. Ach, Leute, so sieht's aus. Schön grün hier, ne? Unser Feldle. Ja, dann ist das hier vielleicht noch ein Jahr und dann muss man hier auch wieder neues Persim machen. Irgendwann hört es auf zu wachsen. Subhanallah, 3 Jahre lang tust du. Das ist ein Korn, oder? 3 Jahre tust du immer schneiden und es kommt immer wieder zurück. Keine Ahnung, wie viel Mal im Jahr schneidest du das zurück, kommt, zurückkommt. Vielleicht 10 Mal im Jahr schneidest du das. Okay, sag mal. Sagen wir 8 Mal im Jahr wird es geschnitten und es wächst dann 24 Mal nach. Das ist schon krass. Subhanallah. Na, dann gibt es natürlich das, warum machen wir das Dreijährige hier? Weil hier ein Problem ist, mit dem Traktor zu kommen. Um hier immer wieder... Deswegen ist es am besten 3-jährig, das nur einmal. Und jetzt haben wir beides 3-jährig hier. Ja. So sieht's aus. Mausi geht wieder zu ihrem Jack und ich. Keine Ahnung. Ich gehe nach Hause. Halt, nein, wir kaufen heute die. Jetzt gehen wir noch Thunfisch kaufen und Joghurt. Ja. Ha, Bibdi, das ist aber ein schöner Blumenstrauß für deinen Esel. Bounty und Heidi. Für alle drei darf jeder mal reinbeißen. Ich mach's.
Guck mal, da kommt schon das Winterfell bei dem Esel. Hammer, hä? Und die wollen schon Winterklamotten verkaufen. Jetzt ist gerade mal unter 30 Grad. Naja, stimmt gar nicht. Wir haben immer noch 30 Grad. Ah, der ist schon sehr, der ist sehr. Aber der hat abgenommen, der war krank, der Esel. Ich finde gerade die Farbe so schön mit dem Kreuz am Rücken, gell? Ja. Naja, komm. Lecker, lecker, schmecker, decker, whatever. So einen Baum will ich noch haben. Da habe ich Pflänzlinge gesehen, aber das wächst ja voll langsam. Nach 20 Jahren hast du dann so einen Baum im Garten. Mahmoud will nicht, weil er Dreck macht, aber das sieht schön aus. Mit den Blüten. Da kriegst du einen roten Boden. Ja, kriegst du einen roten Boden. Nee, definitiv. Ich habe schon die Pflänzlinge gesehen bei dem Mann. Wenn ich da wieder hingehe, hol mal. Inshallah. Auto, oder was ist denn das? Ja, die haben die Haare die neue Frisur vom Auto. Das Grund. Also, wir haben gerade Fatir gekauft. Das ist auch wieder typisch ägyptisch. Gell? Ich habe mir selber Fatir, habe ich noch akzeptiert, dass der Sheikh Mohammed, dass der das in die Tüte packt. Da habe ich mich schon geekelt. Dann steht die Tüte neben meinen Sachen. Ne? Wir haben hier noch Corniflex. Und was habe ich noch hier? Ach, noch ein paar Sachen. Und dann kommt eine Frau, die kruschelt in meiner Fatir-Tüte rum und fasst alle Brote an. Und ich dann so, jetzt will ich's nimmer. Und die, warum? Sag ich, ja, Entschuldigung, ich hab, das ist doch mein Brot. Das wusste ich nicht, ich will nur eins. Dann hat sie sich da Wurst aus dem Kühlschrank raus und hat sich selbst Sandwich gemacht. Und ja, das ist normal da. Also du kannst dir selber Sandwich machen, aber die macht das halt voll frech. Und dann, Leute, sage ich, also Sheikh, ich möchte dann kein Fatir mehr. Warum? Sagt sie, ich habe mir noch die Hände gewaschen. Sag ich, ja, wir haben Corona und alles. Also sorry, in Deutschland, auch ohne Corona, kannst du halt die Sachen anfassen da einfach. Und wann hast du dir die Hände gewaschen? Du wohnst doch gar nicht hier. Du kommst doch aus einem anderen Dorf, du bist doch hier Lehrerin. Wann hast du dir die Hände gewaschen? Ja, und außerdem, das habe ich nicht so gesagt, aber... Komm, wir gucken mal, ist da. Und dann habe ich noch schon, also das ist doch Hammer, oder? Stell dir vor, du bist beim Bäcker, hast deine 5 Brötle auf dem Tresen, da kommt einer und fasst deine Weckle an. Da willst du doch hinreiern, das ist doch ekelig. Hm. Eidechse ist da. Ja, und war die unverständlich, dass ich jetzt das Fatir nicht nehmen will, weil sie da rumgetatscht hat, das ist doch eklig. Und hat mich halt blöd angehoben, sag ich, sorry, aber... Ich bin das so gewohnt, ich kann das nicht, dass andere Leute mein Essen anfassen. Es ist schon schlimm genug, dass der Sheikh das angefasst hat. Ja, ich trinke das jetzt. Ja, stell dir vor, das ist doch das Leere. Jonas, Mama braucht das. Du kannst dich zwei trinken. Also weisch. Und dann habe ich mir noch ein Kleidle geholt, gell, für 280 Pfund. Das probiere ich jetzt an. ja. Das ist wunderschön. 280 Pfund, was kann ich sagen? 15 Euro? 15 Euro das Kleidle, aber man kann es in Rate zahlen, dann ist mein Mann nicht so. Na, alles, was man auf Raten zahlen kann, kann ich locker holen. Nur nicht Bares, das hebt er zusammen wie nix. Bares. Was habe ich jetzt da für eine Tüte? Was ist das? Ach, hör mal auf. Die Thermoskanne, wo ist jetzt das Kleid? Da sind die Corniflex, voll lustig. Leute, also zeige ich euch das Kleidle mal, warte. Also, aber mal sehen, vielleicht steht es mir auch gar nicht. Das lege ich mal so auf den Boden noch. Schick! Für 15 Euro. Immer wenn ich nach Hurghada gehe, brauche ich ein neues Outfit, gell? Zum Angeben. Zum Angeben. Das ist doch schön. Bordeaux und Pink. Hier so mit dem Gürtel. XL ist das. Gucken wir mal. Das wird schon gut aussehen. Schauen wir mal. Also Leute, ich nehme das. Na? Die sieht doch gut aus da. Bisschen lang, aber das nehmen wir. Hurghada, wir kommen! Hier, meine Lieben, ich kann ja nicht essen. Auf beiden Seiten Probleme. Ne? Wie so, keine Ahnung, wie so ein Opa ohne Gebiss. Jetzt werde ich mir mal Zwiebeln da reinhäckseln. Danach kommt der Thunfisch rein mit dem Joghurt und Sesamsoße und das Innere vom Brot. Und dann werde ich das essen. Ne? Das ist ja genau das, was wir essen, aber halt nicht püriert. Dann pürieren und fertig. Wird auch gut sein.
Leute, schmeckt nicht schlecht da. Schnell aufgetaut in der Mikrowelle. Das Innere raus, hier rein. Leute, das ist nicht schlecht. Mit der ganzen Zwiebel, ne? Mhm. Super Sache. So kann man essen. So, meine Lieben, jetzt sind wir wieder auf dem Balkon. Ich gehe jetzt gleich nochmal zu dem Dorfladen und bestelle mir nochmal das gleiche Dress in einer anderen Farbe, wenn sie es machen kann. Und die Mausi will mir zeigen, die spielen hier Picknick. Und die machen Picknick und spielen Mensch, ärgere dich nicht, genau. Und essen Verteer, das wir heute gekauft haben, wo die Frau da angetatscht hat, aber wir haben ja anderes genommen. Ich sag's euch, das ist was. Naja, gut. Sieht schön gemütlich aus. Das ist der alte Tisch, wo die Papageien immer drauf standen. Ja, kann man hier auch benutzen. Aber warum hier und nicht da drüben? Hier ist es so, keine Ahnung. Ach, wegen dem Licht? Ja, wegen dem Licht. Ah ja, okay. Gut, meine Lieben, das war's im Video. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Bis die Tage. Masselema. Bye, bye. Voi, voi.